So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Vor maximal 2 Wochen rum wird es sein, da habe ich darüber berichtet, dass das Ganze in den Bundesrat geht, denn eine EU-weite Regelung mal wieder. Also gefällt mir an der Stelle definitiv nicht, dass wir so EU-getrieben sind mittlerweile hier. Das heißt, was dort gemacht wird, wird dann heruntergebrochen auch auf die Länder, auf die einzelnen Mitgliedstaaten, so ist es richtig ausgedrückt. Und jetzt ist es soweit, der Fingerabdruck auf dem Ausweis wird Pflicht. Das Ganze hat der Bundesrat gebilligt, das Ganze ist bestätigt und das heißt zum nächsten Jahr, 2. August 2021 kommt nämlich ein Chip mit 2 Fingerabdrücken auf den Personalausweis, wenn man sich dann einen neuen ausstellen lässt. Also das finde ich, geht mal auch wieder in Richtung, ja, die wollen einfach alle Daten von einem haben. Ne? Wir wissen das ja auch mit, ich komme nicht auf den Namen, bezüglich dieser Bürgernummer. Ich glaube, so hieß es ja ungefähr, die ja dann auch verschiedene, soweit Behörden miteinander vernetzen soll und so weiter. Ja, ab Mai 2025 greift auch noch zusätzlich eine neue Regelung der Übermittlung von Passbilder ein. Und da gab es so ein Prinzip, da nimmt man beispielsweise dieses Gesicht als Bild, dieses Gesicht und noch ein anderes und legt die dann irgendwie zusammen und man kann es nicht direkt erkennen und so weiter. Morphing nennt sich das Ganze. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Und um dem außen vorzubeugen, müssen dann die, ja, die, na, wie heißt das, die Fotografen soweit die Daten direkt an das, an die zulässige Stelle, an die Passbehörde soweit übermitteln. Da war zuerst ja geplant, das gab einen richtigen Aufschrei, ich glaube Anfang diesen, Ende letzten Jahres war das, dass die Fotografen die Fotos gar nicht mehr erst machen dürfen, sondern auf den Behörden die Fotos gemacht werden sollen. Also auch eine ganz krasse Nummer, dass man da den Leuten quasi die Arbeit weggenommen hätte. Jetzt über diese Übermittlungsgeschichte soll das Ganze kommen. Mal gucken, ob sich da noch was dran ändert oder was das Ganze so bleibt. Ja, könnt gerne mal eure Meinung zu dem Thema gerade mit dem Fingerabdruck und so reinschreiben. Also ich habe das Gefühl, einige Leute werden so im Sommer nächsten Jahres ihren Ausweis verlieren und sich dann vorher, bevor diese Regelung mit dem Fingerabdrücken dann so weit kommt, nochmal einen neuen holen, glaube ich. Kann hier auch falsch liegen, ich weiß nicht. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.